Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie vom ersten FC Rot-Weiß Donsen Cup aus Bodenwerder. In zwei Vorgruppen traten hier der FC Rot-Weiß Donsen, der VfR Hehlen, der SCM Bodenwerder, der FC Hohebrökeln, der TSV Ottenstein, der TSV Pegesdorf, Blau-Weiß als Hemmendorf und der TSV Kirchbrag gegeneinander an. Wir beginnen in unserem Video mit dem ersten Halbfinale, für das sich der SCM Bodenwerder in Rot und der FC Hohebrökeln in Weiß qualifiziert hatten. Die Kreisligisten vom SCM hier nach knapp 3 Minuten mit der ersten zeigenswerten Gelegenheit. Und da ist Benjamin Röhl mit dem 1:0. Und die behielten das hier zunächst auch unter Kontrolle. Die 5. Spielminute. Christopher Rudol mit dem 2:0. Dann aber auch mal die Bröckelner mit einer guten Gelegenheit. Nach 7 gespielten Minuten Bjarne Grupe mit dem Anschlusstreffer. Nur noch 2:1. Aber die Antwort des SCM ließ nicht lange auf sich warten. Alexander Sommer hier im zweiten Versuch mit dem 3:1. Und der SCM ließ sich das hier auch nicht mehr nehmen. Kurz vor Schluss dann noch Maxim Schneider auf Benjamin Röhl und der zum 4:1. Das Ganze der Endstand. Bodenwerder qualifiziert sich also locker fürs Finale. Wir machen weiter mit dem zweiten Halbfinale TSV Pegesdorf gegen TSV Ottenstein. Das Ganze hier eben schon der 1:0-Führungstreffer durch Arndt Rassmann. Und die Pegesdorfer legten sofort nach Alessandro Statari hier mit dem 2:0. Ottenstein hielt hier allerdings lange Zeit gut mit. In der 8. Spielminute dann aber das 3:0 durch Alessandro Statari. Und danach spielten die Pegesdorfer sich hier fast in einen Rausch. Arndt Rassmann mit diesem herrlichen Treffer zum 4:0. Und auch danach ging es weiter, Schlag auf Schlag. Sie sehen hier das 5:0 und kurz darauf bereits das 6:0 für den TSV Pegesdorf. Die zogen hier also ganz souverän als zweiter Teilnehmer ins Finale ein. Adem Afci setzte den Schlusspunkt mit seinem 7:0. Wir machen weiter mit den Platzierungsspielen. Im Spiel um Platz 7 traten der VfR Hehlen und der TSV Kirchbrag gegeneinander an. Nach 5 gespielten Minuten ist es hier Martin Spahler mit der 1:0-Führung für den TSV Kirchbrag. Und die hatten das hier auch in der Folgezeit im Griff. In der 8. Spielminute muss hier Hendrik Brennecke eigentlich das 2:0 erzielen. Es ist fast schon eine Kunst, diesen Ball nicht reinzumachen. Aber es bleibt ja bei der Führung für den TSV. Und die setzten hier nach in der 9. Spielminute Nikolas Ziesenis mit dem 2:0. Vom VfR kam nicht viel und so stand es hier nach 10 Minuten 3:0. Torschütze Maximilian Burkhardt und einen haben wir noch, erneut Nikolas Ziesenis mit dem 4:0 Endstand für den TSV Kirchbrag, die damit 7. am Ende, Hehlen 8. Weiter geht's mit der Partie Blau-Weiß als Hemmendorf gegen die Gastgeber vom FC Rot-Weiß Donsen. Sebastian Piening hier mit dem frühen Führungstreffer für die Gäste aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont. Und Blau-Weiß blieb weiter am Drücker. Nur eine Minute später Nico Granzow mit dem 2:0. Und wieder nur eine Minute vergeht, bis der Ball erneut im Tor zappelt. Marcel Schwedt hier mit dem 3:0. Das sah hier also nach einer klaren Angelegenheit für Blau-Weiß als Hemmendorf aus. Und die machten hier gleich den nächsten Treffer. Sebastian Piening mit seinem zweiten Tor zum 4:0. Aber auch der FC Rot-Weiß Donsen setzt hier noch einen Schlussakzent. Das 4:1, mehr war hier nicht mehr drin. Das bedeutete also Platz 5 für Blau-Weiß als Hemmendorf und Platz 6 für den FC Rot-Weiß Donsen. Wir machen weiter mit dem Spiel um Platz 3 zwischen dem FC Hohebrökeln und dem TSV Ottenstein. Chris Oefker hier nach knapp 2 Minuten mit der 1:0-Führung für den FC. Und die behielten ja auch im weiteren Verlauf die Oberhand. Niklas Grupe hier mit dem 2:0. Das Ganze der Endstand, der FC Hohebrökeln beendet das Turnier also auf dem 3. Rang, der TSV Ottenstein wird 4. Kommen wir nun zum Finale zwischen dem SCM Bodenwerder und dem TSV Pegesdorf. Da Bodenwerders erste Mannschaft zu einem weiteren Vorbereitungsspiel musste, hier eine Vertretung auf dem Platz und die machten es dem TSV Pegesdorf hier von Beginn an recht einfach. Arndt Rassmann mit dem 1:0. Und das ging auch so weiter, Samet Özekus mit dem 2:0. Und der Pegesdorfer setzt hier gleich noch einen nach und trifft auch noch zum 3:0. Ein bisschen schade, dass die erste Mannschaft des SCM nicht länger bleiben konnte. Das wäre hier sicherlich sonst ein spannenderes Finale geworden. So hatte der TSV Pegesdorf hier leichtes Spiel. Adem Afci mit dem 4:0. Nach 8 gespielten Minuten ist es dann Arndt Rassmann, der seinem Konto ein weiteres Tor gutschreiben kann. Das 5:0.
Und einen haben wir noch für Sie. Die 11. Minute erneut Adrasman. Das 6:0. Das Ganze der Endstand. Der TSV Pegisdorf gewinnt also den Rot-Weiß-Donsen-Cup vorm SCM Bodenwerder. Insgesamt haben wir hier ein durchaus spannendes und torreiches Turnier gesehen. Sehen Sie nur noch ein paar Eindrücke von der Siegerehrung. Der TSV Pegisdorf kann hier also letztendlich den großen Pokal in die Höhe recken. Aber nicht nur die einzelnen Mannschaften wurden geehrt, nein, es gab auch noch eine Auszeichnung für die besten Spieler. Den Pokal für den besten Torschützen des Turniers erhielt Arndt Rassmann vom TSV Pegisdorf. Zum besten Torwart des Turniers wurde der Hehlener Schlussmann René König gewählt. Und den Titel des besten Spielers des gesamten Turniers erhielt der Pegisdorfer Adem Afci. Wir persönlich haben dann noch die Ehrung des besten Zuschauers des Turniers vorgenommen. Der Titel geht für uns ganz klar an Bubi. So, das war's dann auch von uns. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.